Hallo, hallo, hallo. Jo, willkommen, ne? Scheiße, Kacke, wir sind alles Kacke. Irgendwie. Ich mach wieder mal Tarzan. Ich renn nackt durch den Dschungel. Nee, wir versuchen jetzt mal Tag 78. Ich muss da hinten hin. Wir versuchen jetzt mal unsere Items wieder zu holen, damit wir wenigstens aus der Krypta rauskommen und da müssen wir das Ganze ein bisschen anders angehen. Ich habe das schon jetzt gerade mit Till besprochen. Wir müssen Dinge tun. Wir brauchen die Tränke, wir brauchen die bessere Rüstung, ansonsten sind wir geflötet. Genau. Nicht, dass wir die Gegner nicht schaffen würden, nur das Problem ist, wenn einer angeschlagen ist und sein Inventar voll ist, der andere auch schon angeschlagen ist und dann kommen zwei Gegner auf einmal, dann war's das. Du bist jetzt hier die Krypta, Mann. Ach so, ich renne die ganze Zeit zum falschen Todesteil. Ich habe keine Ausdauer, um über den Baum zu springen. Wow. Das ist, also die Krypta, die ist gerade, also jetzt mit dem Levelstand, den wir jetzt haben, ein Kampf. Kann man so sagen. Also nicht, es ist überhaupt nicht schlimm. Wenigstens ist es jetzt mal herausfordernd. Ja, das stimmt halt schon. Nicht nur Solarifari, sondern auch wirklich Sir Graf hier. Ist ein Grabstein von dir. Ja. Hier ist ein Blobby draußen vor den Krypten. Ja, der hat mir vergiftet und dann war es dann um mich geschehen. Gegenstände geborgen, so. So. Was? Scheiße. Nein! War wieder der Blobby, ne? 3 Meter war ich jetzt rangekommen. Oh. Hast du deine Sachen? Hallo? Ja. Du hast deine Sachen, ne? Ich töte jetzt den Drauge hier drin. Kannst du bitte rauskommen, denn ich muss jetzt das zweite Mal hinrennen. Ja, sag mir, wenn du in der Nähe bist. Jo. Mir hat der das Ding davor irgendwie mit Gift und so, keine Ahnung. Hat mich gemurkst, getötet. Niedergemäht. Wo war hier der Elite-Drauge? Einmal links, dann rechts durch, glaube ich. Hey! Wildschwein, Kacke aber auch. Dann einmal rechts, hast du gesagt, ne? Ich glaube es, ja. Da ist ein Blobby. Rechts. Ja, toll! Und links ist rein gar nichts. Gut. Toll! Noch einmal! Jetzt wegen Wildschwein. Ey. Ah doch, ich sehe den Elite-Drauge! Da bin ich rausgerannt, ne? Weil alleine und so, hab ich mir gedacht, nö. Und dann draußen, dann bin ich wegen draußen gestorben. Ich bin im Wasser. Oh. Ey, das ist so ver... Wenn du ja im Wasser bist, hast du ja kein Dings. Was? Ich hab noch 20 Leben. Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt ist hier der Blobby. Der sieht mich nicht. Gott sei Dank checkt er nicht, dass ich hier bin. Zum Glück. Schleimmaste, das ist nochmal was anderes. Ja eben, die hat mich umgebracht. Keine Ahnung, sie hat mich wahrscheinlich... Ich verharre jetzt vor dem Eingang. Ja, wie soll ich mit einem Stück Holz kämpfen, oder was? Ich
gehe wieder in die Krypta. Der Elite-Trauge ist weg. Dann kann ich jetzt hier mal ein bisschen kurz Leben aufnehmen. So, ich bin in circa einer halben Minute vom Grabstein. Ich bin davor. Fast. Okay. Ich versuche den Blobby ein bisschen abzulenken. Ich sehe meine zwei Grabsteine. Nein! Der Blobby hat mich vergiftet! Nee! Der war vor dem Eingang und deshalb sterbe ich jetzt. Wow. Super. Toll. Bist du da gestorben? Ja. Er war vor dem Eingang, ich wollte rein und hat er sein Gift gemacht. Hä? Jetzt aber. Mensch, die Skelette sind aber auch kacke. Hä? Jetzt muss ich wieder dorthin rennen. Ey, ich fass es nicht, Mann. Ich mach raus hier, echt. Ich geh mal raus, das ist mir zu heiter hier. Mal ein Vorschlag von mir. Gifttränke, ja. Heiltränke und Monsterrüstung. Kann man nicht gerade eine Eiserrüstung machen oder ist das... Wir brauchen das Eisen für Baumaterialien und für die Werkzeuge. Aber weißt du, wenn wir bessere Rüstung haben, dann können wir hier... In mehr dem... farmen. Also, ja, das stimmt. Dann können wir halt schneller. Dann wir machen zwar jetzt mühsam wahrscheinlich. Wie viel Eisen haben wir überhaupt? Das ist das nächste Ding, ne? 50, 60 Eisen schon. Wie viel braucht es denn da? Oder wir müssen die Krypta absuchen, ne? Wir müssen die Krypta abbauen, ja. Mhm. Ich wenn warte wir das jetzt. Wenn wir das geschafft haben. Komm, wir machen die zweite Krypta noch. Und nach der zweiten Krypta bereiten wir uns mit der Rüstung und den Waffen, ja, auf die nächste Krypta vor. So, ich bin jetzt auf an deiner Seite. Kannst du diesen Blobby Typen ich probier's mal, ne? Ein bisschen in den Arsch treten. Weil hier mit so wenig Ausdauer wie ich rumrenne, das ist so... 20, ne? Oder 25, irgendwie sowas. Ich habe einen Pilz gegessen. Also, es gibt noch etwas, was viel schlimmer ist als ein Blobby. Geist. Ja. Ah, oh... Der Blobby steht vor dem Eingang. Hat auch nicht, der klemmt fest. So, das Skelett ist tot. Ich hab's reingeschafft. So, Gegenstände. Nein! Geborgen. Toll! Vergiftet? Scheiße! Komm rein in die Krypta. Das Problem ist, ich bin vergiftet und mir geht das Ding... Eine Sekunde, okay. 14 Leben, 14 Leben, 14 Leben, 14 Leben, 14 Leben, 14 Leben. Oh, mit 14 Leben. Ich komm nicht in die Krypta! Hä? Ich stecke fest! So, jetzt bin ich drin. Aber ich hab... Da vorne ist ein Mob-Auflauf. Ich verliere Leben, weil ich konnte nicht mehr rein. Mhm. Gift, ne? Hast du das Ding? Da vorne wartet ein kleiner Blobby, großer Blobby, ein Skelett und ein Trauge. Ja, genau. Aber jetzt geht's. Alles so, wollen wir schnell den Elite-Trauge erledigen? Ich will aber zuerst Leben haben. Ich hab nur 40. Von 120 oder so. Wenig Leben.
Ich habe da draußen echt scheiße viel eingesteckt. Oder einstecken müssen. Du bist nass. Ja, ich weiß, dass ich nass bin. 50. Ja, komm mal, nicht mehr irgendwie mit Fackeln oder so. Ich habe zu wenig Sachen für ein Dingens. Für ein Lagerfeuer. Was braucht man da? 2 Holz? 5 Steine, 2 Holz. Hast du 5 Steine dabei? Nein, gar keinen. Okay. Nur Müll habe ich dabei. Was hörst du? Ein Eisenschrott habe ich bis jetzt hier gefarmt. Und warum lädst der immer diese scheiß Traugetrophäe? Ich will die nicht. Ich kann bei mir arbeiten. Wenn ich die wegschmeiße, dann nimmst du sie auf und umgekehrt. Das ist doch alles so, doof. Komm jetzt. Der war hier. Kommt der. Oh, ein Hit von ihm und ich bin fast down. Na, hi, Lobby, hi. Shit, was ist? Nein, ich schwimme. Kacke. Nein. Oh, Halleluja. Geh raus. Geh raus. Ah, was ist denn draußen los? Ich komm nicht rein. Oh. Rein willst du nicht. Scheiße. Fuck. Kacke. Aber der Drauge ist fast tot. Ja! Ja! Was haben wir? In Reihen. Toll! Ja! Sieg, Till, Sieg! Was kriegen wir denn? In Reihen? In Reihen! Oh mein Gott, nur in Reihen. Was? Geh nicht raus, geh nicht raus. Bleib kurz hier drin. Lass uns ein bisschen Eisen fahren. Oh mein Gott, was war das gerade? Was haben wir hinten fest oder was da draußen? Da draußen geht die Hölle ab, ey. Toll, ich habe jetzt nur ein einziges scheiß Knöchelchen hier aufgenommen. Ich habe 2 Eisen. Okay, mal hin. Das hat man in der vorherigen Krypta nicht, ne, so ein Elite-Scheiß. Glaube ich nicht. Eisenschrott, 2 Stück, juhu! Wenn dann, oh, Eisenschrott. Und wenn, dann haben wir ihn 2 Stück. Wow, das gibt's ihn vielleicht. Bevor du da die Dinger unten niedermähst, ne? Okay. Ich dachte nur, lass mal unten in dem Schlamm liegen bleiben, ne? Dann können die Kollegen nicht durch. Was ist denn das hier? Grün? Oh oh. Das klingt. Und da sind wir gekommen. Ah, das ist nicht so feierlich. Okay, okay. Dann gehen wir mal hier lang, aber ohne Schild gehe ich dann nirgends hin. Weil hier ist ein Schleimteil! Ja, ja. Nicht den vergiften. Ja. Und sterb. Mit Giftpfeile sterben die Dinger einfach mal so schnell. Wirklich? Ich hab ganz normale Billo-Pfeile, Holzpfeile, mehr nicht. Bodypfeile. Was bringt das mir, wenn ich das abbaue? Eisenpfeil und Ketten. Das Ding wird nicht weniger, aber doch jetzt. Gar nichts hat's mir gebracht. Wow. Brauchen wir verwitterte Knochen? Ja, nehmen wir einfach mal mit. Du hast jetzt die, ne, im Inventar. Ich gebe die mal rüber. Hast du auch Knochenfragmente? Ja. Surtling-Trophäen, warum auch immer, die ich dabei habe. Nee, die will ich nicht. Okay, ich hab die in die Truhe gepackt. Ketten? Willst du Ketten haben? Ja, Ketten brauchen wir. Gut. Hast du die? Nee, die kannst du mitnehmen. Okay, perfekt. Willst du mir das Eisen, den Eisenschrott geben? Schon gemacht.
Ach, deshalb habe ich 8 Stück. Jo. Ich baue mal die ab. Falls Gegner von zwei Seiten kommen, dann sind wir am Arsch. Dann rennen wir einfach im Kreis. Okay, mach ich. Ne, ich stehe jetzt hinter dir. Lederreste. Voll. Eisenstoff. Ja, ich hab dir ein Stück gegeben. Warte mal kurz, bevor du da jetzt. Da ist ein Drauge. Es ist aber ein aggressiver Drauge. Hä? Gibt's bei zwei Drauge von denen? Ja, da ist ein Spawner. Och nein. Warum denn nur? Warum denn nur? Nein. Was ist denn die 8 von der Fackel? Ist hier grün oder was? Grünes Licht? So, ich habe mir mal kurz Nixenschwänze reingeballert. Ja. Achtung, sie kommen! Setz mich hin. Bringt nichts. Wenn die nicht kommen, dann ist tote Hose hier. Ist da, habe ich ihn rausgelockt, aber fast bin ich gestorben dabei. Ja, eben. Ich will nicht, dass du da krepierst. Jetzt haben wir es gecheckt. Scheiße. Tschüssi. Nimm mich mit! Nimm mich mit! Ich sterbe fast! Ich hab fast gelebt! Nee, grau. Nein, ich will nicht im Inventar sein! Cool! So. Beide? Ja, beide. Was hat denn der jetzt hier gedroppt? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub nichts. Boah, jetzt Giftpfeile, sexy. Weißt du was? Ich habe jetzt einfach in die Truhen Müll hingeschmissen. Einfach nur Müll. Warum können die. Also meine Brustspitzhacke, die sich dann baut, down. Ich glaube, ich muss wirklich die Eisen. Meine 3 Viertel. Aber ich glaube, zuerst nehmen wir die Rüstung. Das Werkzeug auf Bronze upgraden, dass es länger hält. Ich würde ehrlich gesagt wirklich zuerst die Rüstung machen. Dann sind wir auch ein bisschen gewappneter. Ich glaube, ja. Ja, dann mache ich einfach die Bronzespitzhacke auf Stufe 2 und das Schild auf Stufe 3. Alles auf Stufe 3 meiner Werkzeuge. Okay, ich habe teilweise. Ja, Werkzeug auf Stufe 2, doch schon. So, ich gehe da nicht mehr ohne Schild rein. Warte mal, ich schwimme hier durch. Weil hier kommst du durch, aber dann ist hier eine Sackgasse. Toll. Was? Ich dachte, wenn es hier zum Schwimmen geht, würde es gerade interessant werden, aber naja. Dann war es halt so. Haben wir hier noch schlammriger Schrotthaufen? Jo, den habe ich ja schon ein paar. Mach mal kurz. Da ist ein Glibber-Ding. Seh's. Kann da hier rankommen? Und ein Drauge habe ich gehört. Ja, den höre ich, glaube ich, schon. Paar Ründchen. Ah! Durch. Was denn hier passiert? Warum bin ich da jetzt so random reingerannt? Ach so, der Draht. Kann da nicht durch, der Trauger? Ist da doof? Ja, die können da nicht durch. Das ist, glaube ich, unsere Rettung, ne, aktuell. Ja. Aber jetzt werde ich angeschossen. Ja, in Bewegung bleiben, mein Kollege. In Bewegung bleiben. Ich habe nur noch 10 Leben.
Ich 100. Oh mein Gott. Oh, perfekt. Nein. Ich lass mal die Arbeit hier, ne? Bist du tot? Nee, ich habe nur noch 17 Leben. Ach so, ja. Ich 90. Ja. Deshalb tue ich hier nichts. Passt schon. Oh, 2 HP habe ich noch. Du bist ein verrückter Mensch. Da ist ein Raugel gespawnt. Junge, weg! Komm rein, bitte, komm rein, komm rein. Toll, jetzt versperren wir uns gegenseitig den Weg. Ich habe nur noch 12 Leben. Jo. Ja, so geht's auch, ne? Nein, nicht! Ich bin genau. Ich war in super Position. Wo ist der Spawner? Den habe ich kaputt gemacht. Also, okay, immerhin. Oh, Giftpfeile. Jetzt aber ja. Gelbe Pilze, die bringen nur Ausdauer, ne? Du hast gelbe Pilze, ne? Ja, kannst du haben. Dankeschön. Münzen habe ich eingesammelt. Oh. Nicht schlecht, Herr Specht. Aber toll. Ah, doch, 3-1. Super. Bist du überladen? Nur mal so eine Frage. Nee, ich habe noch Platz. 5 Stück. Aber ja, jetzt bin ich dann kurz vor überladen. Eben, dann teilen wir es auf. Ich habe noch knapp 200 Kilo, die ich mitnehmen darf. Haben wir hier das Ganze? Nee, hier waren wir noch nicht. Stimmt. Ja, aber toll, ist Endstation. Oder? Nee. Das ist ein Riesending. Weiter. Es geht immer weiter, Hyper. Es geht Hyper weiter. Ich hab keinen Platz mehr, ne? Jo. Die Spitzhacke ist gleich down. Warte mal kurz, bevor. Nicht. Ich hab's gesehen. Ich lock den mal ein bisschen. Juhu, Drauge! Der rennt weg. Drauge! Juhu! Ruf ihn bitte an und mit der Nummer 3. Warte kurz, haben wir noch mehr Schleimi? Das war jetzt eine gute Runde hier, ne? Ja. Wer von uns beiden entscheidet sich freiwillig mit dem Boot zu fahren? Boah, ich kann das schon machen. Nice. Dann transportiere ich vom Außenposten. Soll ich die Items im Außenposten lassen, um das Relevante zu übernehmen? Boah, hier geht's noch weiter. Mhm. Krass. Wie viel Leben hast du? 83. Ich 118. Ich hab noch ein bisschen Eisenschrott aufgelesen. Wenn du, okay, entscheiden wir uns für eine Portion.
So, jetzt musst du haken. Ich hab kein Ding. Oh. Meine Spitzhacke ist down. Was ist denn da? Ah, okay, nicht wirklich besonders kluges. Gab's noch Dingens? Noch Schleim hier drin. Schleim? Ja, hier am Boden. Da vor mir. Und hier links. Lederreste, war wieso? Okay, es geht noch weiter. Erste schlammige Schrotthaufen vergessen. Hinter dir. Da. Da ich in der Ecke. Achso. Ja, genau. War nichts Kluges dabei. Okay, hier nochmal eine Runde. Hallo? Boah, aber das ist hier rechts unten noch. Ja! Ein Schleimling. Junge. Vergiftung. Ich auch. Okay, wenn der hier nicht durchkommt. Okay, der kommt durch. Aber er ist tot. Ich dachte schon, ich höre röcheln. Wo ist es? Ich habe noch 8 Leben. Wie? Hier unten hast du noch Schrotthaufen vergessen. Ja, meine Spitze hat auch nur noch ein Viertel, ne? Ja, toll. Jetzt haben wir hier 3. Nee. Gut, ich glaube, wir müssen schnell alles auffüllen, oder? Ich komme vielleicht hier noch durch, aber... Rechts unten hast du wieder vergessen. Hä? Wo? Ach, da draußen. Ja. Rechts. Warum? Wieso liegt hier draußen? Ah, danke sehr. Warum liegt hier draußen noch so ein Quatsch überhaupt? So. Hier liegt auch noch. Hier. Oh mein Gott. Jetzt haben wir andere Probleme, hier überhaupt durchzukommen. Dafür ist Ende Gelände. Jupp. Ich höre auch keine Kollegen mehr. Also wirklich nichts mehr hören wir hier. Gut, dann haben wir in dem Fall den Dungeon hier. Hä? Wo? Da. Ich bin so doof. Da. Hier habe ich was. Steh drauf. Ich stehe drauf. Ach, da hinten. Oh. War nichts. So, ich glaube, wir haben den Dungeon. Ich habe 16 Eisenschrott, ne? Ja, nice. Und ich habe dir sehr viel gegeben. Ich habe 19 Eisenschrott, also. Das war eine erfolgreiche Ausbeute. Hier geht's raus, ne? Ich lade noch kurz meine Ausdauer durch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode. Ja, wenn es dann wieder weitergeht. Und dann sehen wir uns. Tschüssi!